So, da, wir sind da jetzt bei der Tiptop Autopflege in Steyr, beim Pferde. Und da wird uns da ein bisschen was zeigen. Und zwar bei dem Lieferwagen, ja, wird uns jetzt einmal zeigen, wie er allein einmal nur im Motorraum reinigt, nur mit Wasser, mit dem Plasmatuch. Das ist er. Grüß euch, hallo. Und der sagt euch jetzt, was er da macht. Ja. Also, ich habe das Tüchel rein da. Mach's leicht nass, zieh's leicht aus. Und nehm es und fahr einfach einmal da so drüber. So, wie ihr seht, geht alles runter. Es ist Öl, ich fahr drüber. Die Hände sauber. Sauber. So, da wische ich mal da alles weg. Das ist mehr oder weniger eingebrannt fast. Ne? Man hört sie, wie du drüber, wenn du drüber fährst, bis es aber bleibt. Genau. So. Das ist das Cut-Rack, das ist ein Kratzer. Stimmt, dann wasch ihn halt genau einmal aus. Und einmal genau wieder. Aus, ganz leicht. Feuer mal nicht etwas drüber. Ich bin schon sauber. Also, wir waren wieder in ein Autohaus. Und haben drüben mit einem Tuch, ich habe mit einem Tuch, mit einem Plasmatuch, 5 Autos innerhalb 4 Stunden aufbereitet. Das waren keine gebrauchten, aber auch keine neuen Autos. Vorführer waren das. Okay. Für eine Messe. Für eine Messe? Nur mit Wasser? Nur mit Wasser und dem Tuch. Und war ein Unterschied, also wenn man es mit rein. Also, der Autohausbesitzer hat gemeint, ich soll die Autos nicht auslieferbar fertig machen. Ich habe es zwar nicht gemacht, aber ich habe es wirklich, wie gesagt, nur mit dem Tüchel angewischt. Ja, jetzt fahren wir mal da noch innen rein, wo wirklich das grobene Dreck ist, wie man da sieht. Wahnsinn. Das ist wirklich. Das nimmt gewaltig auf. Also, da, wo die Öle angewischt werden, im Motor richtig, also der nimmt wirklich in Kalk auch weg, oder das sieht man da ganz genau. Und das Tüchel schaut halt eben so aus, ne? Ah, da geht es so aus. Okay. Und die Hände immer noch sauber? Meine Hände schauen so aus. Also, da geht gar nichts weg. Stimmt. Und wir gucken genau einmal aus. Oder zweimal von mir aus. So. Das Tüchel schaut jetzt ganz dreckig aus. Ja. Und jetzt putzen wir das Fenster. Mit dem öligen Dreck aus dem Motorraum. Genau. Also ich glaube, das sieht man gescheit, dass das. Ja, die Scheibe, die schaut aus. Schön dreckig. Okay. Ich glaube, das Auto ist ein Jahr nicht mehr gewaschen worden. Oder länger. Oder länger. Also, ich fahre wirklich ganz genau einmal drüber. Ohne, dass ich irgendwelche besonderen Arten und Bewegungen mache. Ja. Einfach ganz normal, ja. Ganz normal. Okay. Gut. Da ist natürlich sehr viel Dreck drinnen. Ja. Das sieht man ein. Das war jetzt mal ein bisschen. Aber es schmiert nicht, ne? Der Dreck ist überhaupt nicht. Immer noch im Durch. Ja, bleibt immer noch im Durch. Wie gesagt, halt. Reinigen selber einmal von den Fenstern. Jetzt wasche ich genau einmal noch aus und tun ganz gescheit austrocknen, so dass wirklich, wirklich, wirklich fast ganz trocken ist. So. Nichts Großartiges machen. Gar nichts. Genau einmal drüber leicht gewischt.
Ich schau mal, ob da nur Wasser rüber geht. So, dann warten wir genau 2 Minuten und dann schauen wir den Unterschied an. Ja. Warten wir überhaupt 2 Minuten. Dieser Baustein-Vorschlag. Ja. Ah. Du siehst schon. Da rein können wir ja, da rein, wenn du herschaust. Kannst du mal den Dreck da beim Leder ausschauen. Boah. Ich fahre wirklich da rein um in Wasser drüber. Also ich glaube, man sieht den Unterschied von vorher auf nachher schon. Da bin ich wirklich einmal wirklich drüber gefahren. Also da. Man muss ja dazu sagen, ich arbeite schon mit dem Techel fast über 2 Wochen, 3 Wochen. Ja. Nur mit dem Techel. Ich habe schon einige Autos gemacht mit dem Techel, einige Bus. Und das ist dann natürlich muss man ein bisschen reiben bei jedem. So, bei den anderen Mitteln, da heißt Chemie in der Nie und dann darfst du nicht drüber reiben, weil sonst schmiert alles bei dir. Ja. Also du schonst die Umwelt damit, ne? Genau, das ist das Wichtigste. So, da sieht man wirklich auch den gescheiten Unterschied, was das Techel kann. Das heißt, man muss wirklich, da ist ein bisschen ein schlechtes Licht, aber... Ja, man sieht das. So. Den Unterschied sieht man, glaube ich. Man gewaltig. Jawohl. Die Scheiben mittlerweile, man sieht. Wenn du jetzt von der Seite jetzt siehst, die Scheiben. Die hat keine Schlieren drinnen, gar nichts. Ich habe nichts Besonderes herum da irgendwie herumgeschmiert. Bei normalen Felserputzmittel. Okay, das sind Kratzer. Ja, die bringst du nicht weg. Ja, die bringen wir nicht raus. Auf jeden Fall den Unterschied vorher und nachher sieht man. Ja, danke. Super Präsentation. Also, danke mal.